Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen zum Jahr 2015. Viel ist in 2014 passiert, einiges davon habt ihr natürlich auch schon so mitbekommen. Am Anfang des Jahres lief es nicht allzu gut für mich. Ich habe immer noch in der Arbeitslosigkeit gelebt, in der Arbeitssuche gelebt und konnte dementsprechend nicht viel machen. Aber der Kanal lief trotzdem immer und immer weiter. Ich habe alles versucht, was ich machen konnte. Und der Kanal ist auch sehr schön an sich gewachsen. Mitte des Jahres habe ich es dann endlich geschafft. Ich konnte dann endlich wieder arbeiten. Ich musste zwar jedes Mal eine weite Strecke fahren, aber das soll mich nicht abhalten, immer weiterzumachen. Währenddessen habe ich natürlich auch versucht, den Kanal weiterzuführen. Als dann aber ein Zweischichtsystem kam, habe ich es nicht mehr so ganz hingekriegt und der Kanal ist ein bisschen eingegangen. Als ich mich dann so eingependelt habe, auch mit dem zweiten Schicht, der Spätschicht, irgendwie umgehen zu können, ging es dann wieder ein bisschen besser. Der Kanal wuchs ein bisschen schneller voran, als ich erhofft habe, aber dann nach einer Zeit habe ich auch kurzzeitig wieder einen Einknick bekommen. Vor kurzem habe ich 2 Wochen lang nichts mehr aufgenommen, weil ich generell keine Lust mehr hatte. Dieser Spaßfaktor, der mit dabei sein sollte bei YouTube, ging leider ein bisschen verloren. Es ist nichts anderes als wie bei einem Künstler. Wenn er das Kunstwerk rausstellt und es sich keiner anguckt, verliert auch er irgendwann diese Hoffnung und den Wunsch danach, etwas weiterzumachen. Aber als ich dann wieder überlegt habe, okay, warum hast du diesen Kanal eigentlich gemacht? Du hast den Kanal immer noch deswegen gemacht, weil du dir eigentlich wünschst, anderen damit zu helfen. Ein bisschen Freude zu verbreiten, ein bisschen Spaß zu verbreiten oder halt auch mal zum Nachdenken anzuregen. Dann habe ich mich wieder eingefunden, habe angefangen, okay, jetzt nehme ich wieder auf und seitdem bin ich wieder am Laufen. Leider habe ich dabei auch 2 Abonnenten verloren während der Zeit, aber ich habe dafür jetzt wieder einen dazu bekommen. Also wir sind jetzt aktuell bei 120 Abonnenten, 120 Chicos und Chicas, wie ich es immer nenne. Der Grund, den kennt ihr ja schon, den habe ich ja schon mal preisgegeben. Und daher bedanke ich mich erneut dafür. Wir haben letztes Jahr die 2 Jahre geknackt, wir gehen jetzt auf die 3 Jahre des Kanals zu. Und ich hoffe, dass auch weiterhin eine größere Anregung für diesen Kanal vorhanden ist und entstehen wird. Mein Traum ist immer noch nicht ein großer YouTuber zu werden, sondern eine kleine Community aufzubauen, mit der ich Spaß einfach an den Spielen haben kann und die auf geile Community-Aktionen Bock haben. Daher wünsche ich mir einfach nur, ja, dass dieser Kanal einfach nur vielen Freude bereitet. Um natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit nach außen zu erregen, habe ich natürlich auch Veränderungen geplant. Die neueste Veränderung werdet ihr jetzt hier gleich sehen bei einem Switch des Kanalbildes und Banners und des Icons. Ich habe mir was Neues machen lassen und zwar von der lieben Riot. Link dazu in der Beschreibung zu ihrem Facebook-Seite. Könnt ihr gerne mal drauf gehen, lasst einen Kommentar bei ihr da und wenn ihr Bock habt, irgendwas auch mal bei euch zu ändern, andere Zeichnungen und sowas, schreibt diese nette Dame an, sie nimmt sich Zeit, nimmt sie auch ein Ohr für euch, um halt eure Wünsche zu verwirklichen, zeigt euch mehrere Konzeptzeichnungen und könnt ihr dann dementsprechend halt auch ausprobieren und mit ihr alles abklären. Um auch noch ein bisschen weiterführen zu können, habe ich natürlich auch die Facebook interessant zu machen, habe ich dort meine Exklusivvideos angefangen. Also sprich, da werden immer nur Videos hochgeladen, die halt exklusiv für Facebook halt vorhanden sind. Daher würde ich mich auch freuen, also würde es vielleicht auch für eure Interessen sein, wenn ihr dort mal vorbeischaut und die Seite mal liked, damit ihr immer wieder auf dem neuesten Stand seid. Dort werden auch Benachrichtigungen rausgegeben, wie zum Beispiel, wann ich streame oder sogar, wenn mein bester Cousin Axios streamt. Er wird jetzt auch für Small Feather Game dort streamen, weil er leider nicht so die richtige krasse Möglichkeit hat, um halt bei YouTube großartig mitzumachen. Und daher ist das leider nicht immer so einfach. Daher streamt er jetzt und ich hoffe, dass ihr bei ihm und bei mir mal vorbeischaut, um ein bisschen aktiver bei uns mitmachen zu können. Ich habe Twitch für mich entdeckt, weil
dort aktiver, sogar direkter mit den ganzen Leuten chatten, schreiben und reden kannst. Und daher habe ich dort meine Leidenschaft jetzt auch gefunden, dort mitzumachen. Ihr könnt immer gerne schreiben, was ihr gerne sehen wollt und gemeinsam entscheiden, was ihr sehen wollt, habe ich gerade gesagt. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die große Teilnahme an diesem Kanal und wünsche euch weiterhin noch Freude 2015 entlang, dass ihr alles hinkriegt, was ihr euch vorgenommen habt und ja, dass ihr weiterhin viel Spaß mit eurem Leben halt habt. Ich würde sagen, möge 2015 mit euch sein. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss und ciao.